Rote Rosen, Staffelfinale enttäuscht bei den Jungen. Die Werte der Nord-Telenovela sind im Vergleich zum bayerischen Sturm der Liebe enttäuschend. Zumindest im Linearen. Nach 200 Episoden endete bei Rote Rosen, der linear immer um 14.10 Uhr gezeigten Telenovela des Ersten, eine weitere Liebesgeschichte. Am Montag verabschiedeten sich die Figuren Astrid und Alex Richtung Wendland. Ihr Liebesglück ist perfekt. Somit ist auch Claudia Schmutzler nach einem, produktionstechnisch sicher sehr aufregenden, Jahr raus aus der Produktion. Eine neue Liebesgeschichte steht schon bereit. Sie startet am Dienstag. Den Abschluss der bisherigen Staffel sahen am Montagnachmittag im linearen Fernsehen aber nur 2,7% der 14- bis 49-Jährigen. Somit lag die Produktion aus Lüneburg nicht nur weit unter der Sendernorm. Es gab in dieser 200-teiligen Staffel auch nur 7 Episoden, die bei den Jungen niedrigere Quoten hervorrief, als das Ende dieser Story. Insgesamt sicherte sich Rote Rosen am Montag 1,15 Millionen Zuschauer und halbwegs passable 11,9%. Dieser Wert ist auch wichtiger, schließlich spricht die Serie seit jeher ein reiferes Publikum an. Und dennoch, Sturm der Liebe ist eine Stunde später klar erfolgreicher. Die im bayerischen Bichelheim, ein fiktives Dörfchen, verortete Serie sicherte sich 9,7% bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt kam die frische Folge rund um das Hotel Fürstenhof auf 1,54 Millionen Zuschauer sowie 14,1% Marktanteil. Für beide Delis gilt, wie stark die Aufrufzahlen in der ARD-Mediathek sind, ist nicht genau bekannt. Gemäß vergangener ARD-Aussagen liegen sie pro Folge aber im klar sechsstelligen Bereich, mit deutlicher Tendenz nach oben.